Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Heute möchte ich dir ein anderes Buch vorstellen, was mir damals den Einstieg in die Intensivpflege deutlich leichter gemacht hat. Und zwar den Klinikleitfaden Intensivpflege von Elsevier Verlag bzw. Urban und Fischer. Als Disclaimer sei auch hier gesagt, ich bekomme von dem Verlag keine Zuwendung, kein Geld oder sonst was und ich habe die Erlaubnis bekommen, das Cover in die Kamera zu zeigen. Dieses Buch ist rausgekommen im Mai 2012 und es war damals das erste Buch, das ich mir geholt habe zum Thema Intensivpflege, weil ich kurz davor auf der Intensivstation angefangen habe zu arbeiten. Es hat 900 Seiten, ist ziemlich kompakt, passt leider nicht so ganz in die Kasaktasche rein, ist dafür auch so ein bisschen schwer, aber zum Nachschlagen auf Station genial. Ich fange auch mit den für mich besten Aspekten in diesem Buch an und zwar die letzte Seite. Hier sind alphabetisch sortiert die häufigsten Krankheitsbilder von den Intensivstationen. Angefangen vom akuten Abdomen über ARDS bis zum epiduralen Hämatom, Herzinsuffizienz, Pneumonie, Multiorganversagen und so weiter und so fort. Und na, so bekommst du einen Patienten mit, keine Ahnung jetzt, Methanolvergiftung, guckst nach, okay, Seite so und so, worauf muss ich da achten? Und das fand ich super bei diesem Buch. Weil, seien wir ehrlich, ich als Anfänger auf einer Intensivstation hatte keine Ahnung, worauf ich bei meinen Patienten achten muss, welche Komplikationen alle auftreten können und worauf ich den Fokus setzen soll bei meinen Prophylaxen. Und dafür war dieses Buch wirklich, wirklich gut. Dann hast du den Patienten übernommen, du wusstest die Diagnose, hast dann kurz nachgeguckt, okay, worauf muss ich da speziell achten und was kann passieren, welche Komplikationen. Und dann hast du es eher kommen sehen. Also dafür fand ich das Buch echt super. Es ist auch nicht zu kompliziert geschrieben. Hier haben, ich weiß nicht, ein paar Autoren dran gearbeitet. Zu jedem Kapitel halt ein anderer. Und es liest sich sehr gut und leicht, wenn man eine Weile damit gearbeitet hat. Diese Kapitel sind ziemlich genau gleich aufgebaut und du weißt dann, wo du was findest. Die Intensivpflege, das Kapitel hier, da sieht man das, ja. Und die Krankheitsbilder sind in diesem Buch die größten Themen. Die Beatmung kommt ein bisschen zu kurz, 50 Seiten, ich fand es zu kurz, okay, gut, aber das ist meine persönliche Meinung. Was dir noch klar sein sollte, das Buch ist ein Klinikleitfaden, es ist kein Lehrbuch. Es ist für den klinischen Einsatz gedacht, du bist also auf Station und willst schnell was nachschlagen, die wichtigsten Punkte hast du dann und hast du dir nochmal in Erinnerung gerufen oder weißt dann, worauf du achten musst. Es ist kein Lehrbuch, der medizinische Hintergrund ist hier sehr abgespeckt und in diesem Buch werden jetzt die Krankheiten nicht bis ins kleinste Detail auseinandergenommen. Dann würden 900 Seiten deutlich zu wenig sein und das Format musste größer sein. Eine Sache, die mich an diesem Buch ein bisschen genervt hat, sind die Verweise. Du liest Thema Beatmung und dann steht da was zur ECMO. Du willst also gucken, okay, ne, was ist eine ECMO, wie funktioniert es und so weiter und so fort. Dann steht dort aber nicht der Verweis auf die Seite, wo du das Kapitel ECMO findest, sondern der Verweis bezieht sich auf das Kapitel, in dem was über ECMO erzählt wird. Also nicht Seite 400 so und so, sondern Kapitel 8.2.14. Und bis du 8.2.14 gefunden hast, das ist zu mühselig. Ja? Also das ist so eine Sache, lieber Verlag, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser machen. Also mir persönlich würde es dann besser gefallen, aber gut. Na, ist dann auch wieder nur meine Meinung. Gut. Der Preis hält sich aktuell bei 45 Euro. Meiner Meinung nach stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade zu Beginn, wie gesagt, super Buch, hat mir echt gut weitergeholfen. Und das kann ich dir auch nur sagen. Für einen guten Start in die Intensivpflege empfehle ich dir das Buch, zusammen mit einer guten Einarbeitung, regelmäßigen Fortbildungen und deinen eigenen Einsatz. Dann wirst du echt gut zurechtkommen. Das war's. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Bis zum nächsten Mal. Ciao.